Hallo, meine lieben Freunde, ich möchte euch an dieser Stelle frohe Wulfnachten wünschen. Bleibt gesund und vor allem zu Hause. Ich habe ein kleines Weihnachtspräsent für euch, denn der gestrige Abend, der war so legendär. Oh mein Gott. Wir haben gestern Anschluss 3 gespielt. Ich habe gefühlt, glaube ich, zum ersten Mal in meinem Leben Anschluss 3 alleine gespielt. Ich hatte ein bisschen Sorgen, dass das nicht so drankommt an natürlich die legendären Abende zusammen mit Tim oder Kevin oder irgendwie was halt zusammen gemacht wird. Aber soll ich euch was sagen? Es war ein absolut göttlicher Stream. Es war unglaublich und er war so gut, dass ich glatt für euch ein Highlight zusammenschneiden konnte aus dem gestrigen Abend. So gut, dass man direkt ein Best-of von einem einzigen Abend zusammenschneiden konnte. Also echt unglaublich. Und ich möchte euch natürlich darauf aufmerksam machen, dass am 27.12., der 27.12. nach dem ganzen Weihnachtstrubel, der eigentlich gar nicht existieren dürfte, gibt's für euch richtig was auf die Augen. Schreibt's euch auf, merkt's euch und seid vor allem da. 27.12. geht nicht nur die Darts-WM weiter und wir gehen so langsam in die heiße Phase der dritten Runde, sondern wir starten um 15 Uhr nicht nur einen weiteren Anstoßstream, diesmal wieder mit Kevin, sondern es geht auch weiter mit unserer Shiny-Only-Challenge in Pokémon Platinum. Das bedeutet, am 27.12. um 15 Uhr gibt es wieder Dual-Gameplay mit Anstoß 3 und Pokémon Platin und das wird absolut genial. Und wie genial das wird, wenn man mich mal wieder in ein Anstoß 3 Projekt schickt, nun das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß, das ist meine kleine Bescherung für euch und auch wenn ich zwar heute Abend da bin für euch und heute zum ersten Mal an Weihnachten streame, weil ich bin ja vernünftig und bleibe zu Hause, gibt's wirklich ganz besondere Sachen für euch die nächsten Tage. Schaut's euch an, viel Spaß und wir sehen uns. Hä? Sie haben Glück? Die diensthabende Beamtin hat eine Dauerkarte bei ihrem Verein. Das kriegen wir schon hin. Es ist für unser Land eine Ehre, diesen Spieler aufzunehmen. Könnte ich eine Autogrammkarte haben? Habe ich jetzt gerade Arjen Robben eingebürgert oder was? Lol, wait. Habe ich jetzt gerade Arjen Robben eingebürgert? Ich habe gerade Arjen Robben eingebürgert. Halt's Maul! Ich hab Robben gerade vom Niederländer zum Deutschen gemacht. Das heißt, er kann jetzt auch für die deutsche Nationalmannschaft spielen? Wie geil ist das denn? Gut. Die Fans müssen wohl drauf verzichten. Und ich weiß zum Beispiel gar nicht, die Fans sagen, sie hassen Stadien mit Laufweg. Frage an die Fans. Wie soll ich es entfernen? Diese Option, oh doch, die Option gibt's ja wirklich. Moment mal, Laufbahn. Es kostet mich 72 Millionen, das zu entfernen. Nee. Meint ihr, der macht das? Oh, First Try für 250.000 Grundgehalt. So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder? Stryker, das ist der seriöse Teil. Ich habe Cristiano Ronaldo für 10 Jahre an die Lilien gebunden. Für 2.000 Torprämie und 250.000 Grundgehalt und 8.000 Auflaufprämie. Let's fucking go. Hauptsache, wir haben mittlerweile Aufwand von 3,7 Millionen. Was soll das? Wer bestellt denn 25.000 Schals und Trikots? Stopp! Nein, nicht Einkaufsleiter. Ronaldinho verliebt sich in einem Disco-Besuch Hals über Kopf. Ich habe die Disco doch gar nicht gebaut. In die wunderhübsche Valdomiro. Ich google jetzt, ob es auch nur eine Frau auf der Welt gibt, die Valdomiro heißt. Valdomiro, was? Franco war ein Fußballspieler und keine Frau. Was zum Fick? Valdomiro. Valdomiro Bildersuche. Also, pass auf. Das ist ganz simpel. Valdomiro. So sehen Valdomiros aus. Ja? Das sind Valdomiros. Wölvis. Ich google jetzt auch Wölvis. Ihr könnt mir alle mal. Nie, keine Frau der Welt heißt Wölvis. Ach so, Wölvis heißt übersetzt der grüne Lippfisch. Was?
Kennen Sie? schön. Kennen Sie Wölvis? Ronaldinho ist aktuell mit Wölvis zusammen. Schön ist die Wölvis, ne? Ja, muss man. muss jetzt der Valdomiro erstmal erklären, ne? Ist Wölvis eigentlich mittlerweile abgesägt? Ich guck mal nach, Kevin. Ronaldinho? Ja! Jupp, Ronaldinho hat Wölvis abgesägt und ist tatsächlich mit Valdomiro zusammen. Ich krieg die Krise. Ist das geil? Ist das geil? Was haben wir jetzt schon wieder gekauft? 50.000 Schals? Meine sehr verehrten Damen und Herren, nach relativ kurzer Zusammenarbeit muss ich Ihnen leider heute die Ablösung unseres Managers bekannt geben. Geeigneten Ersatz werden wir Ihnen in Kürze präsentieren. Danke. Da vorne sind die Schnittchen. Ist die offizielle Mitteilung allen Ernstes, dass wir uns mit sofortiger Wirkung von unserem Manager getrennt haben, weil er gesoffen hat? Ich verstehe nicht, was er meint. Kennen Sie den ersten FC Wolfpack gegen Bayer 04 Leverkusen? Ah, jetzt wird's aber absurd. Bloß weil es von denen Aktien zu kaufen gibt. Also jetzt wird's absurd. Los geht's! Und natürlich sagt Jürgen Drees erstmal 3-0 Fürth. Ach, ich hasse sie. Und Torwart, rote Karte. Ne, ich quittiere den Dienst. Kein Bock mehr. Wölvis. Jetzt hast du's. Kevin, jetzt hast du's oft genug in Chat geschrieben. Es ist passiert. Wölvis, die neue Freundin von Sydney und Ex von Ronaldinho, verlangt ihm alles ab, weshalb er zurzeit nur wenig Platz auf dem Platz, nur wenig Zeit für den Platz hat. Es ist passiert. Wölvis, die Ex von Ronaldinho, ist auch für den Sydney scheiße. Und deswegen hat der Ronaldinho damals die Wölvis verlassen, weil die hat von ihm alles abverlangt. So.